Saudi-Arabien baut eine neue Megastadt, die so futuristisch ist, dass sie direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen könnte. In diesem Video zeigen wir euch, wie die Stadt aufgebaut ist und welche unglaublichen Features sie bietet. Nicht nur das, wir zeigen euch auch andere verrückte Städte und Wohnkonzepte, die in Zukunft wirklich eine Realität werden könnten. Gerade vor kurzem haben die Bauarbeiten zur Megacity The Line, also auf Deutsch die Linie, in Saudi-Arabien begonnen. Bisher hielten Experten aus aller Welt die Stadt nur für eine Vision, die sich gar nicht umsetzen lässt. Allerdings beweist Saudi-Arabien gerade das Gegenteil. Das Bauprojekt soll nämlich schon bis 2030 fertig sein und wird von seinen Planern als nicht weniger als die Revolution der Zivilisation bezeichnet. Und das wirkt nicht einmal übertrieben, wenn man sich The Line einmal genauer anschaut. Bei The Line handelt es sich nämlich um eine einzige, lange, verspiegelte Mauer mitten in der Wüste, in der sich dann eine komplette Großstadt befinden wird. Auf einer Länge von unglaublichen 170 Kilometern und einer Breite von 200 Metern sollen hier einmal bis zu 9 Millionen Menschen komplett autark leben können. Zum Vergleich, so viele Menschen leben aktuell in London. The Line nimmt dabei allerdings gerade einmal 2% der Fläche der englischen Hauptstadt ein. Tatsächlich sollen die Bewohner The Line niemals verlassen müssen, denn sie können hier nicht nur leben und arbeiten, sondern in dem 500 Meter hohen Bauwerk sollen auch genug Lebensmittel und Energie für alle Bewohner erzeugt werden können. Und das Ganze auch noch nachhaltig und komplett klimaneutral. The Line soll nämlich sogar eine geschlossene Biosphäre haben und so mitten in der Wüste auch als eine Oase mit einem großen Tier- und Pflanzenreichtum fungieren. Gerade in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels hat Saudi-Arabien erkannt, dass es etwas tun muss, um Lebensräume zu erhalten und zu schaffen. Und daher ist The Line auch ein Vorzeigeobjekt für andere Länder, in denen sich die lebensfeindliche Wüste immer weiter ausbreitet. Auch in Hinsicht der schwindenden Ölvorräte, auf denen Saudi-Arabien sein Reichtum aufgebaut hat, ist The Line für das Land natürlich ein Meilenstein, denn die Megastadt schafft nicht nur einen Lebensraum in der lebensfeindlichen Wüste, sondern wird auch viele neue Bewohner und Unternehmen und somit frisches Geld in das Land bringen. Um auch viele Ausländer anzuziehen, sollen in The Line viele der sonst recht strengen Gesetze in Saudi-Arabien, wie dem generellen Alkoholverbot oder den strengen Ehevorgaben, völlig außer Kraft gesetzt werden. Doch wie sieht es eigentlich im Inneren von The Line aus? Und was befindet sich zwischen der gigantischen Mauer? Über die komplette Länge der Stadt sind hunderttausende Wohnungen, Geschäfte, Büros und alles andere, was man auch aus normalen Großstädten kennt, aneinandergereiht wie in einer Perlenkette. Dabei gibt es dann zahlreiche Ebenen, die von ganz unten bis zu 500 Meter in die Luft ragen. Wer nun aber das Bild eines endlos großen, trostlosen Wohnblocks im Kopf hat, liegt damit völlig falsch. Tatsächlich befinden sich nämlich überall Bäume, Pflanzen und sogar Grünflächen, die dafür sorgen, dass die Bewohner jederzeit nur mit wenigen Schritten von Natur umgeben sind. Künstliche Seen und Parks lassen vergessen, dass man sich hier eigentlich mitten in der Wüste befindet. Autoverkehr wird es in der Megacity übrigens nicht geben. Dank vieler integrierter Fußwege und einer Hochgeschwindigkeits-U-Bahn soll jeder Bewohner des Projekts innerhalb kürzester Zeit bekommen, was er möchte. Sogar vom einen Ende bis zum anderen, der 170 Kilometer langen Stadt, soll man so in gerade einmal 20 Minuten reisen können. Schreibt uns doch mal, ob ihr euch vorstellen könntet, in solch einer Stadt zu wohnen oder ob das eher nichts für euch wäre. Wir sind mal gespannt. Die Baukosten für die futuristische Stadt werden übrigens auf mindestens 200 Milliarden Dollar geschätzt, könnten aber auch bis zu 5-mal so hoch ausfallen. Finanziert werden soll das Ganze übrigens von der Königsfamilie Saudi-Arabiens sowie einigen ausländischen Investoren. Doch falls ihr jetzt denkt, The Line ist nur ein verrücktes Zukunftskonzept, dann wird euch überraschen, dass tatsächlich bereits schon jetzt an der Stadt gebaut wird. Die Grundfläche der riesigen Linie ist bereits ausgehoben und mehrere tausend Arbeiter befinden sich aktuell schon mitten in der Wüste, um die
die wohl verrückteste Stadt der Welt zu bauen. Während Saudi-Arabien und viele Menschen aus aller Welt begeistert von The Line sind, gibt es jedoch auch zahlreiche kritische Stimmen. Denn obwohl der Bau bereits begonnen hat, zweifeln einige Architekten daran, dass sich die ehrgeizige Vision bautechnisch überhaupt umsetzen lässt. Es ist nämlich gar nicht unwahrscheinlich, dass der Bau doch noch scheitert, denn schon öfter sind ähnliche größenwahnsinnige Projekte in den Golfstaaten an schlechter Vorplanung gescheitert. Viele befürchten zudem auch große Menschenrechtsverletzungen beim Bau, wie im etwa bei der WM in Katar, da die arabische Wüste eigentlich ein lebensfeindlicher Ort ist, an dem Bauarbeiten so gar nicht wirklich möglich sind. Außerdem lebt im Baugebiet von The Line ein indigener Stamm mitten in der Wüste, der vertrieben oder zwangsumgesiedelt werden könnte. Natürlich muss zu all dem auch grundsätzlich die Frage gestellt werden, ob Menschen überhaupt in einer riesigen Mauer mitten in der Wüste leben wollen, in der sie die reale Welt nur hinter einer Glasfassade sehen können. Die Megacity The Line ist übrigens nicht das einzige futuristische Wohnkonzept, an dem gerade gearbeitet wird. Fast genauso beeindruckend ist das Projekt Pangaeos. Unter diesem Namen entsteht nämlich ein Kreuzfahrtschiff, das alles bisher Dagewesene toppen und Platz für eine ganze Stadt bieten soll, aber der Reihe nach. Das italienische Designstudio Lazzarini hat in diesem Jahr einen Entwurf vorgestellt, an dem es schon ganze 13 Jahre lang arbeitet. Die Pangaeos ist ein gewaltiges Kreuzfahrtschiff in Form einer riesigen schwimmenden Schildkröte. Und mit riesig meinen wir wirklich gigantisch. Das Schiff soll nämlich unglaubliche 550 Meter lang und 610 Meter breit werden. Zum Vergleich, das bekannte Kreuzfahrtschiff AIDA ist gerade einmal 210 Meter lang und etwa 30 Meter breit. Insgesamt 60.000 Menschen, also eine ganze Stadt, sollen hier Platz finden und den Passagieren wird neben der reinen Größe und der faszinierenden Form des Schiffes auch noch Luxus ohne Ende geboten. Während es im mittleren Bereich der Pangaeos unter anderem diverse Pools, einen Beachclub und eine Shopping-Mall geben soll, sind die Flossen der Schildkröte für jeweils 19 luxuriöse Villen und 70 Apartments reserviert. Die Bewohner können sich auf der Pangaeos nicht nur zu Fuß fortbewegen, sondern beispielsweise auch mit eigenen Kanus auf einem Wasserkanal umherfahren, der sich mitten auf der Schildkröte befindet. Damit ihr einen besseren Einblick in die Dimensionen erhaltet, allein der runde Innenbereich, den ihr gerade seht, hat einen Durchmesser von fast 200 Metern und ist damit so groß wie das weltberühmte Kolosseum in Rom. Tatsächlich ist das Schildkrötenschiff sogar so riesig, dass es in der schwimmenden Stadt Fahrzeuge gibt, die Bewohner dann von A nach B bringen können. Wer nach Pangaeos möchte, kann übrigens ganz bequem per Flugzeug oder Helikopter anreisen, denn natürlich verfügt die schwimmende Schildkröte auch über entsprechende Landebahnen. Der riesige Energiebedarf der schwimmenden Stadt, die sich mit gerade einmal 9 Stundenkilometer langsam durchs Meer bewegt, soll übrigens mit Solarkraft, die einige Elektromotoren antreibt, gedeckt werden. Somit ist Pangaeos nicht nur faszinierend anzusehen, sondern auch noch emissionsfrei. Genau wie The Line soll auch die Pangaeos übrigens in Saudi-Arabien gebaut werden. Doch wann es soweit ist, ist noch nicht bekannt. Jedoch soll der Bau nur 8 Jahre dauern, wie also auch bei The Line. Nach dieser beeindruckenden, schwimmenden Stadt, die eben auch noch äußerst umweltfreundlich ist, möchten wir euch zum Schluss noch ein gigantisches Hotel vorstellen, das zwar nicht auf erneuerbare Energien setzt, aber dennoch absolut faszinierend ist. Beim Sky Cruise handelt es sich nämlich nicht um ein normales Hotel, das einfach auf dem Boden steht, sondern um ein gigantisches Flugzeug, das Platz für 5000 Gäste bieten soll. Zum Vergleich, der Airbus A380, das größte Flugzeug der Welt, fasst lediglich 850 Gäste und die müssen während des Fluges auch noch in engen Sitzreihen ausharren. Bei Sky Cruise hingegen muss niemand stundenlang auf seinem Sitz bleiben, denn tatsächlich bietet die Mischung aus Flugzeug und Kreuzfahrtschiff alle Annehmlichkeiten, die auch ein normales Hotel
Hotel bietet. Geplant sind unter anderem mehrere Schwimmbäder, in denen die Gäste planschen können, während sie dann durch die Wolken fliegen, oder Fitnessstudios, um den Körper zu trainieren, oder auch Restaurants und Kinos, in denen man sich die Zeit vertreiben kann, während man gerade über 1000 km/h schnell reist. Sogar ein eigenes Einkaufszentrum ist bei Sky Cruise geplant. Das absolute Highlight des fliegenden Hotels ist jedoch seine riesige Glaskuppel. Von hier aus können die Passagiere von Aussichtsplattformen in den Himmel und auf die Erde unter sich gucken. Betrieben werden soll Sky Cruise übrigens mittels Nuklearantrieb, und für einen reibungslosen Flug soll eine künstliche Intelligenz an Bord sorgen anstelle eines Piloten. Und es wird sogar noch verrückter. Tatsächlich soll das fliegende Hotel nämlich mehrere Jahre in der Luft bleiben können, ohne landen zu müssen. Somit können zahlungskräftige Passagiere im wahrsten Sinne des Wortes über den Wolken wohnen. Wann Sky Cruise das erste Mal abhebt, ist jedoch noch völlig ungewiss. Aktuell ist es eher ein Konzept, und die Planer suchen nach Investoren, um ihr gigantisches fliegendes Hotel irgendwann in die Realität umzusetzen. Wenn euch dieses Video über die ungewöhnlichsten Wohnkonzepte der Zukunft gefallen hat, solltet ihr euch unbedingt auch unser Video über die größte Megastadt der Welt, die bis 2035 in Deutschland entstehen soll, ansehen. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!